Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir heute etwas zeigen, wo vielleicht auch dir könnte viel Spass machen, sofern du öfters und viele Fotos musst aufbereiten musst. Viele Leute haben die Meinung, dass ein Fotograf den lebenslangen Tag nur mit dem Fotoapparat durch die Welt rennt und Fotos schiesst. Wäre ja schön, aber dummerweise gehört halt noch die Bearbeitung von diesen Fotos ebenfalls dazu. Und die Aufbereitung von diesen Fotos braucht entsprechend auch viel Zeit und sehr viel Aufwand. Ein Werkzeug, das ich seit vielen Jahren einsetze, ist Adobe Lightroom. Ein wunderbares Werkzeug, um Bilder rauszumischen, zu selektieren, um sie optimieren zu können, damit am Schluss die Bilder beim Empfänger so richtig schön viel Freude machen. Leider war Lightroom die letzten Jahre nicht wirklich ein flinkes Werkzeug. Es war ein Programm, das sich immer ein bisschen von der behäbigen Seite gezeigt hat. Man hat mit dem Regerli irgendetwas beeinflusst und hat jedes Mal gerade wieder eine kurze Wartezeit gehabt. Und das war natürlich eher mühsam als etwas, das viel Freude gemacht hat. Wo jetzt vor kurzem die neue Version rausgekommen ist, Adobe Lightroom 6 bzw. CC. Version 6 ist die Version, die man kaufen kann, und die Version CC ist die Version, die man mieten kann. Ansonsten sind die mehr oder weniger identisch. Jedenfalls, als die Version rausgekommen ist, habe ich das Gefühl, jetzt habe ich Weihnachten. Schwarz Schnee und ein Lotto 6er. Lightroom 6 ist so richtig schön schnell geworden, flink in der Bedienung. Zwar nicht in allen Belangen, es gibt gewisse Bereiche, wie beim Exportieren von den Bildern, dort ist es ein bisschen langsamer, beim Importieren ist es vielleicht auch nicht unbedingt schneller, aber bei dem, was man den ganzen Tag braucht, nämlich bei der direkten Eingabe und bei der Optimierung, dort merkt man einen wahnsinnig grossen Leistungszuwachs. Das wäre ja schon mal das eine Geschenk gewesen. Und jetzt ist vor ein paar Tagen zusätzlich noch ein weiteres Tool, ein Plugin zu Lightroom, auch in einer neuen Version rausgekommen, nämlich Knubroom. Was so kompliziert tönt, ist ein geniales kleines Teil. Und das möchte ich euch heute schnell zeigen. Knubroom ist ein kleines Programm, das wird bei Lightroom als Plugin installiert. Und das tut euch ermöglichen, dass ihr könnt ein MIDI-Keyboard oder so ein MIDI-Mischpult, wie ihr hier eins seht, da ist ein Behringer BCF2000, das ich hier im Einsatz habe. Ein MIDI-Keyboard kann ich also mit dem Lightroom dank Knubroom verbinden. Das ist auch in den alten Versionen schon gegangen, aber dank Lightroom 6 bzw. Lightroom CC ist jetzt auch eine neue Schnittstelle entstanden, oder Adobe hat eine eingebaut. Und der Programmierer von Knubroom hat die Schnittstelle entsprechend entdeckt und hat sie ausgereizt. Und in seiner neuesten Version wird die jetzt angesprochen. Das Ergebnis von dem ganzen Spiel ist, dass auch hier ein wahnsinniger Leistungszuwachs ermöglicht wird. Und wenn ich jetzt anfange zu arbeiten mit dem Gespann, dann merkt ihr dann gerade, es läuft richtig schön flüssig. Wenn ihr da ganz schnell mal einen Blick drauf werft, ich sehe hier ein Foto, ich sehe hier mein Mischpult. Ich tue hier mal den Regler für Helligkeit einfach mal ein bisschen aufdrehen, wieder ein bisschen abdrehen und ich sehe, das läuft sehr flüssig, fast ohne Verzögerung. Ich kann jetzt also hier hingehen, kann hier die Helligkeit setzen, hier arbeiten wir am Kontrast, hier arbeite ich die weiße Helligkeit ein bisschen anpassen, den Schatten ein bisschen aufnehmen, die Weisswerte ein bisschen heller machen, die Schwärzen ein bisschen tiefer und hier hätten wir noch Klarheit, die ich noch setzen kann. Also eine wunderbare Geschichte, um schnell ein Bild zu beeinflussen. Ich finde, die Methode ist einfach intuitiver, schnell begriffen und man hat es mit der Zeit ein bisschen in den Fingern. Man spürt es, wie viel das es ausmacht, wenn ich mit dem Regler so oder so viel rauf oder runter gehe. Und von dem her eine ganz herrliche Sache. Das Ganze geht aber noch weiter. Wir haben nicht nur die Schiebregler, wir haben hier oben noch weitere Elemente. Drehregler, wo ich zum Beispiel auf dem Regler die Lichttemperatur gesetzt habe. Wenn ich jetzt hier also drehe, sieht man, das Bild wird richtig schön warm. Wenn ich es in die andere Richtung drehe, wird es entsprechend wieder ganz bläulich. Und zur Orientierung hat es um die Reglerli Leuchtdioden anzeigen, wo immer gerade den aktuellen Stand von dem Wert zeigen. Dann habe ich hier oben ein paar Knöpfe, die habe ich wiederum programmiert mit
Presets, Lightroom Presets. Ich habe mir Presets angelegt für verschiedene Standardlichttemperaturen. Wenn ich jetzt also Kunstlicht brauche, klicke ich einmal da drauf und das Bild ist angepasst auf Kunstlicht. Wenn ich hier klicke auf Tageslicht, das Beispiel 5000 Kelvin, das sind einfach verschiedene Presets, die ich gesetzt habe. Da unten habe ich Presets zum Beispiel für eine Vignettierung. Ich tippe einmal drauf, habe hier am Rand aussen eine gewisse Vignettierung bekommen. Hier löse ich sie wieder weg. Hier setze ich sie in verschiedenen Varianten, wie das mir das gerade Spass macht. Zusätzlich habe ich hier noch eine Gradationskurve gesetzt, die ich auch so im schnellen Zugriff habe. Für die meisten Funktionen reichen bereits Knubroom und Lightroom. Für die paar Knöpfe, die ich auf der Seite aussen habe, habe ich noch ein weiteres Programm installiert, das nennt sich MIDI Stroke. Das ist nichts anderes als eine Tastaturemulation. Das heisst, der Code, der die Tasten auslöst, wird umgesetzt auf einen Tastendruck. Also wenn ich jetzt hier drauf drücke, ist das wie wenn ich auf der Pfeiltaste auf meiner Tastatur nach rechts drücke. Sprich, ein Bild weiter, ein Bild weiter, ein Bild zurück. Was ihr auch noch seht auf dem Schiebregler, sobald ich das Bild wechsle, werden die Regler sich anfangen zu bewegen. Sie nehmen also immer gerade die Position an, die man wirklich gesetzt hat. Es entspricht immer der Einstellung des Bildes. Und das ist ebenfalls eine weitere Orientierung, die einem hier ganz viel bringen tut. Was braucht ihr dazu, wenn ihr etwas möchtet ausprobieren? Man braucht, in dem Fall ist es jetzt ein Mac. Knubroom gibt es leider nur für den Mac. Es gibt allerdings auf der Windows-Welt ein ähnliches Programm, das nennt sich Paddy. Und dann gibt es den MIDI-Controller. Einer von den beliebten in diesem Bereich ist der BCF2000 von Behringer. Ansonsten ist das schon alles, was man braucht. Und ich wünsche euch jetzt viel Spass. Vielleicht werdet ihr das irgendwann auch zulegen, auch ausprobieren. Und wenn nicht mit dem MIDI-Controller, dann zumindest mit dem Lightroom 6. Und das macht wirklich viel Freude. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Bye, bye.